Gegend. Gut, dann habe ich eine Frage. Ja. Sind die behindert? Ja, da, nein, nein, die Antwort kenne ich. Wir haben jetzt noch... Baratur, wie lange ist deine Deadline heute? Ich habe Spätschicht am nächsten Tag, also wir können etwas auch überziehen. Ja! Wir haben jetzt, glaube ich, wenn wir jetzt zurück in die Badlands reisen und das mit den Skeks zu Ende machen, dann war das, glaube ich, unsere letzte Sidequest. Und ansonsten haben wir nur noch die Hauptquest. Gleich wieder da. Cool. Wollen wir? Wir haben nämlich noch zwei Arenen offen. Ich will keine Arenen. Ich sag ja bloß fürs Leveln. Also ich wäre Arena dabei, aber wenn die Pussy keine Arena will, dann... Arena ist halt ermüdend. Ja, wie ich sage, ich wäre halt für Arena zu haben, aber wenn die Pussy nicht in die Arena will... Jolle Power wird auch meckern. Was denn werde ich meckern? Wenn wir Arena machen, weil du Arena doof findest. Also, Junge, ich bin der Schnetzler, Alter. Man nennt mich auch den Was? Willst du das in einem Duell mit mir klären? Schnauze, Baratur! Hier, frisst meine Granate! Weil dann können wir theoretisch bis zur letzten Hauptquest spielen und dann die beiden Arenen machen. Es gibt halt XP. Auf jeden Fall. Ja, das müssen wir halt zu zweit dann machen. Weil, ich weiß nicht, ob Jortel mitmacht, aber die Pussy will ja nicht. Hä, hey, ich bin keine Pussy. Nein, die andere Pussy. Ach, Pascal meinst du? Ja, die Pussy. Ja. Schnauze. Oh, das Bett ist, den töte ich jetzt. Also mir ist es egal, ich kann mittlerweile 9 Granaten tragen. Okay, dann haben wir jetzt die letzten beiden zu Ende gemacht und jetzt müssen wir nur noch Data Mining machen. Ach, Baratur tötet den viel zu schnell. Okay. Vielleicht kann ich ja Baratur töten. Ja! Auf die Beine mit dir, Soldat! Tja. Das Buch des Freuds. Dieses Gesicht, ey. Das waren meine Granaten, nicht ich. Pascal muss nochmal ROM 2 Total War die römische Kampagne spielen. Das war ein überschaubares LP. Hier ist ja ein Fragezeichen. Ja, hier können wir die Quests abgeben, die Sidequests, die wir gerade zu Ende gemacht haben. Proof, ja, das ich die Ehre der Weisen. Ja, ich geb grad ab. Dieses Mal. Wenn ich je Zweifel hatte, dass Jack sterben muss, jetzt nicht mehr. Unter allen Schnitzeln ist Jordel ein Cordon Bleu. Im Grunde ist es ein Schnitzel, aber er mag sein Fleisch lieber gefüllt. Cordon Bleu esse ich nicht. Also jetzt nicht diese Fertigdinger. Doch, beim Munitionsladen oberhalb gibt es noch eine rote Truhe zu holen. Hat man die nicht schon geholt? Jetzt übertreibt nicht. Ich wäre wirklich froh, wenn wir das zeitlich hinkriegen, dass wir es heute schaffen. Ja, ja, wir komm. Sind super in der Zeit, Proof. Also, da brauchst du jetzt echt keine Panik. Pussy-Alarm. Also, du bist Pussy. Steck deinen Inhalator wieder weg und alles cool. Und setz deine Brille auf. Du hast schon eine Brille? Nein, habe ich nicht. Doch. Ach, hier liegt auch ein Kleppi. Ja. Wo? In deinem... Was haben wir hier? Nix. Grün, grün, grün. Komisch, eine leere Kiste. Ist das ein Staubsauger? Danke, Holzius, für den Tipp. Werden auch die DLCs gespielt? Ja. Nach der Gamescom. Dann spielst du mal wieder Civ? Ach ja, das können wir wirklich mal machen. Aber ich wollte als nächstes gerne Planetfall Multiplayer spielen, wenn. Das wahrscheinlich nächstes Wochenende dann. Lan. Weil dieses Wochenende, also Freitag. Also morgen Abend bin ich nicht da. Freitag. Ja, ich werde angegriffen! Freitag spiele ich ja Remand, ist ja angekündigt. Und dann bleibt noch Samstag offen, Sonntag bin ich auch nicht da, über den Tag. Und dann lohnt sich auch abends, wenn ich dann, sag ich mal, Zeit hätte, irgendwann um 11 Uhr oder so nicht mehr zu spielen, weil ich ja am nächsten Tag, sag ich mal, auf ein Nvidia-Event bin, in Köln schon. Guck mal, da ist eine Waffenkiste. Oh, oh, oh. Manche DLCs sind recht kurz und sehr schnell durchspielbar. Habe ich schon gehört. Aber es sind ja einige.
Was meinst du? In Borderlands? Es gibt ja nur 1, 2, 3, 4 große DLCs und der Rest mit diesen Kopfgeldjäger-Dingern, das ist nur eine Karte mit ein paar Quests. Geh in dein Bett, Balthasar, hm? Nein! Ja. Du musst jetzt nicht hier betteln, ja, es gibt nichts mehr. Upsala, falscher Knopf. Ich hab den Knopf gedrückt. Ich hab den Knopf draußen gedrückt. Drückst du ihn bitte nochmal, danke. Warte bitte auf uns. Du bist der Einzige, der nicht da ist. Wir haben auch schon auf dich gewartet. Ruf hat den Knopf gedrückt. Ja, ich dachte, der macht was Besonderes, außer einen Fahrstuhl zu bewegen. Proof und die Knöpfe. Ja, ich weiß, dass du mich für ein Monster hältst. Du glaubst, ich hätte Angel versklavt. Aber du hast nicht gesehen, was sie ihrer Mutter angetan hat. Ich musste Angels Macht einschränken. Verstehst du? Ich musste. Und ich bin mir sicher, er musste sie auch wegen des Profits und ihrer Kraft ausbeuten. Hör nicht auf ihn, Kammerjäger. Er hat Angel getötet, lange bevor du den Stecker... Dreckiger Staubsauger. Wo? Du! Ah, ich dachte, du redest über deinen eigenen. Oh. Nein! Oh, Robos! Oh, das waren eure Granaten? Das war Baratur, das war... Ja, genau, ich war's. Ich kille mich nicht. Ich hab keine einzige Granate geworfen. Was ist hinter mir? Doch nicht. Hey, sag mal. Was ist... Ja, ich hab nur gerade so ein fettes Geräusch gehört, Mann. Ja, das hab ich auch gehört, Junge. Schieß! Ich wette, Pascal ist runtergefallen. Nein, ich stehe hier oben. Ja, der war bei Baratur, der hat ein bisschen bedeckt. Komm, schieß auf mich. Bist du mir liebst. Der ist tot. Juhu! Ich find's schön, wie Puff sich hier... Haben wir den Schalter hier schon betätigt? Nein, aber das ist der, glaube ich, der Schalter. Für der da unten, dieses... war? Ja. Dann hüpfe ich mal rüber. Oder nee, jetzt können wir auf den Rückweg machen. Okay, komm. Was? Wo? Wer? Warum? Schlitz. Schlitz. Ja. Wie, das war's schon? Nein, hier drin gibt's auch noch Sachen, Baratur. Du gehst nicht um Sachen. Auch Schädel für den Schädel drohen. Ja, er will was schnitzeln. Schädel für den Schädel drohen. Oh, das habe ich weggesaugt. Er will ein Schnitzel. Jordel, bitte, wenn du saugst, kündige es bitte an. Hab ich doch gerade gesagt. Nein, du musst sagen, ich sauge. Letztes Mal hat das auch nicht angekündigt, letzte Woche. Ich sauge? Guck, ich sauge. Achso, nein. Achso, das andere saugen. Nee, das habe ich nicht angekündigt. Ekelhaft. Du bist ekelhaft. Du bist ekelhaft. Du bist mehr ekliger als ich. Immer zweimal mehr wie du. Nein. Wie wär's mit Endlichkeit und erweitert mit der Ewigkeit. Okay. Wie kommst du eigentlich unter den Schreibtisch, wenn du so fett bist? Ich hab ja, was ist denn? Wie war das mit keine fetten Witze? Schon okay. Nein, ich bin ja nicht fett oder sowas, aber er hat gerade was gesagt, was die anderen nicht wissen. Ja, aber es geht um fetten Witze. Du hast bestimmt einen elektrischen, ja, in den Höhlen verstellen kannst. Das ist mir doch scheißegal, ich bin ja nicht fett von... Achso, das ist Baratur, scheiße, Mann. Hattest du Angst vor mir? Ja, da ist irgendwas rausgerast und ich dachte einfach nur... Oh, scheiße. Ja, stirb, Bastard. Der hat vor den Granate gegen die Wand geworfen. Hast du gerade Bastard gesagt? Ja. Nein, Bastard. Bastard, dachte, der Erste. Das ist eine Mischung aus Pascal und Bastard. Ich habe leider keine Waffe gegen Maschinen.
Ist egal, ich hab eine Axt. Ich hatte dir letztens erst eine gegeben. Ja, aber die ist doch schon von einem Schadenswert, war die doch schon rum. Das war letztens, was? Da waren wir noch Level 20, du Banane. Nein, da waren wir 27. Ach, erzähl doch nicht. Die war auf jeden Fall vom Damage-Level niedriger. So, jetzt können wir runtergehen. Wir müssen nämlich die Quest jetzt abgeben. Ja, aber ich will noch die Dings aufmachen, die Kammer. Die Kammer willst du aufmachen? Nein, du weißt, was ich meine. Komm ich da rüber? Nee. Hier runter? Doch. Und... Hier sind noch Kisten. Die will ich aufmachen. Granaten ohne Ende. Hi, Roland. Ich weiß dein Angebot nach Sanctuary zu ziehen zu schätzen, aber ich habe ziemlich viel Kram hier in Firestone. Sanctuary hört sich ja wirklich nett an, aber Firestone ist mein Zuhause. Kann ich nicht mehr aufmachen. Wenn ich sterbe, dann in der Stadt, in der ich geboren wurde. Ich kann das aufmachen. Achso, ich meine, den Schalter kann ich nicht mehr betätigen. Oh, Scheiße. Wenn ich mir so überlege, Roland... Wann kannst du mich frühestens abholen? Ach, hier ging's rein, wa? Ja. Ich verarzte dich jederzeit. Herzlich willkommen, Kunde. Du bist mein millionster Kunde. Dass dir das nicht zu Kopf steigt. Oh, Sirene hat Spaß. Ach ja, ich hätte die. Immer. Den Lord Damartino hätte ich ja benutzen können, aber ich glaube nicht, dass der mehr Schaden gemacht hätte mit dem Korrosionsdings. Ach, da oben sind noch mehr. Komm zu mir, komm, putt. Oh, das war ein Welpe. Ist mir egal. Ich verstehe schon, du bist ein Tierliebhaber und so, aber. Alter. Töte den Welpen! Na, 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 na. Nicht wegrennen! Nein, nein, nein! Er ist weggerannt. Der heißt Handsome Jack, nicht Handjob Jack. Ich glaube, da ging es um was anderes, Jordel. Alter, Blowjob Jack. Okay, Barra Jack, ich werde dich nur noch so nennen, Blowjob Jack. Genau. Ja, mir ist der Chat abgeschmiert. Ach, die schreiben eh nichts Wichtiges. Du, jetzt hast du eigentlich aber indirekt den ganzen Chat gedisst. Nein. Doch. Jedenfalls nichts, was die heute lesen kann, schreiben sie. Nicht indirekt, er hat ihn direkt gedisst. Yeah, das ist mir einfach zu teuer. Verbessert die Action-Skill-Abklingzeit. Du hast den Test bestanden. Jack, Lilith und der Krieger sind am Heroes Pass. Oh, die Nachricht muss ich mal erlauben. Und dahin gehen wir jetzt. Das ist der letzte Kampf, Amigo. Wenn du dich vorbereiten musst, dann jetzt. Fick dich selber. Diese Leute haben... Hey, Slap! Aber sie wollen dir helfen. Hyperion hat den Eingang zum Heroes Pass verriegelt. Geh zurück zu Claptrap. Du brauchst ihn, um den Weg für dich freizumachen. Rick und ich treffen dich, sobald du drin bist. Sieg oder Niederlage? Wir beenden das gemeinsam. Für Bloodwing. Für Bloodwing. Für Pandora. Ja, den hätte ich jetzt spätestens in den Kopf geschossen. Obwohl ich normalerweise Probleme habe, meine Gedanken in Worte zu kleiden, die dich nicht total verwirren oder anekeln, habe ich nun das Gefühl, dass meine mentalen Prozesse überraschend konzentriert sind. Ich habe nur zwei Worte für dich. Die vielleicht wichtigsten zwei Worte, die je auf Pandora gesprochen wurden. Töte Jack. Hier, das könnte dir bei deinen Bemühungen helfen, ein irrsinnig großes Loch in Jacks Gesicht zu hinterlassen. Danke. Brauchst du das? Willst du das haben? Kannst du zumindest zeigen, was besser ist als meins? Verbessert, ja, ich kann... Die Abklingzeit. Ja, um 19,2%. Aber ich glaube, das ist besser als meins. Also wenn du es nicht brauchst, nehme ich's. Staubsauger! Wo ist es denn? Ich habe eine Anfrage geschickt, damit du mit mir handelst. Ach so, ich, zum allerersten Mal, seitdem wir angefangen haben zu spielen, dachte ich, man benutzt mal das Handelsding. Entschuldige, ich dachte, du schmeißt das jetzt auf den Boden und hab die ganze Zeit auf den Boden geguckt. Damit die Leute das auch mal sehen.
Ich dachte nicht, dass wir auf einmal so zivilisiert sind. Das war nicht so schwer. Ich krieg grauen Dreck. Für das Tauschen so kriegst du auch Badass-Ränge. Und danke für den Follow, Sebato. Genauso Token gut einlösen. Hier, Pascal, komm mal her. Dann kannst du es wieder haben, wenn du es brauchst. Es ist genauso gut wie meins. Vielleicht kann einer von euch die gebrauchen. Oh, was dann ist das? Dann gib wieder. Hier. Ich will jetzt eben noch mit den anderen Leuten reden. Na, danke. Bitte. Ich habe draußen zwei Schilde hingeworfen. Oh! 5000er, nice. Ja, den habe ich mir jetzt mal gegönnt. Ach, meiner hat ja fast 6000, okay. Ja, warum kann ich jetzt nicht mit den anderen reden? Quest auswählen. Hätte ich mit Claptrap als letztes reden sollen? Ja. Der Rest war halt so Bonus. Gerne, wie ich dich fürs Töten bezahle, aber ach, mir scheiße. Fällt gerade nichts ein, was getötet werden müsste. Naja, es hat jetzt so passiert. Das ist die letzte Quest. Wie gesagt, nice, wir Alter. Noch Arena machen. Weil ansonsten nach dieser Quest gibt es nur noch eine einzige außer den DLCs. Was kann ich für dich tun? Ja, dann ist das halt so. Hier, Pascal, komm her. Hier sind drei Schilde, such dir raus, welcher besser ist. Den Rest, esse ich. Kannst du auch machen. Das will ich sehen. Kennt ihr ihn nicht? Pascal, der Metallfresser? Nee. Das sind alle schlechtere Schilde, Baratur. Als was? Bis auf dich, bis du mich liebst. Hä, willst du Schläge? Und im Handelssystem kann man mit einem Trick Items verdoppeln, ja. Und, wofür brauchen wir das? Ja, das ist eine gute Frage. Vielleicht bei Legendaries, bei denen man sich kloppt. Ja, das stimmt. Ach, ich glaub mich doch nicht für Legendaries, Alter. Wir machen das zivilisiert. Alter. Man nimmt das auf und dann lockt man sich aus. Genau, wie in WoW-Zeiten. Alles Kommando. Wie in Diablo damals. Ey, geh mal die Kiste mal in den Laden. Da ist ein Kommando-Skin für dich drin und Kommando-Mod. Ich? Jetzt lauf! Ja, du! Ich komme. Oh, ich habe eine Anpassung, die habe ich aber schon. Jetzt kann ich ja nämlich endlich mal schön am Automaten spielen. Nee, du hast es damals bei WoW einfach so gemacht, dass du kurz bevor der Boss gestorben ist auf, wie nennt man das, Lootmaster umgestellt hast. Plündermeister, ja. Ja, Plündermeister. Aber das haben die GMs ja damals dann bestraft. Ja. Nein! 30.000 Schaden. Das waren nur drei Äxte, Mann. Ach so, ich dachte, das wären Bomben. Ach, nein. Aber ich brauche keinen Raketenwerfer. Warder? Witch. Jortl, oh nein! Jortl, darf ich dir was sagen? Können wir los? Nein, macht der Gartner was. Weißt du, ich habe nicht einen Punkt verloren, nicht einen, kein Schildpunkt, kein HP-Punkt, nichts. Du hast dir mehr Schaden gemacht als du mir mehr Schaden machen wolltest. Ja, ich weiß. Und ich muss mir Granaten kaufen. Ja, ich weiß. Ich muss mir Granaten kaufen. Ich komme aus Berlin. Ich habe ein Schlemmerfilet im Ofen. Ja. Ich könnte mir auch zwei reinmachen. Scheiß Raketenwerfer außen. Hast du es denn jetzt wenigstens rausgeholt, nicht, dass du während des Kampfes dann abhaust? Ja, das ist alles fertig. Ich brauche einfach eine bessere Farbe. Jetzt. Oh. Das ist wundervoll. Oh, das sieht ganz gut aus. Stich wie eine Biene. Passt ja gar nicht zu dir. Ja. Na, du siehst auch so aus wie so ein Straßenfeger. Ne, gibt's für dich den Skin sortiert Schrauben in der Werkstatt? Ja, gibt's auch. Willst du jetzt weiter da rausziehen Sachen oder machen wir jetzt weiter? Hast du irgendwie Zeitprobleme? Ich hab doch gesagt, wir sind richtig gut an der Zeit. Ja, der ist ja auch okay. Fertig werden.
Aber wir müssen jetzt trotzdem da nicht alles langziehen. Dann komme ich vielleicht heute noch zu was anderem. Pack-Opening! Gut, ich verkaufe noch schnell alles. Ja. Alle 144 Schlüssel, die ich habe, müssen heute geöffnet werden. Und Jortl hat auch noch welche. Dann kannst du ja danach machen. Nur ja, 40. Geh los. Hä, aber warte mal, also, du kannst ruhig weiter beamen uns. Ah, danke. Die kannst du doch aufheben, Baratur, die Schlüssel. Würdest du die jetzt? Zwei? Ja, ich heb sie auch auf. Nee, DLC machst du nichts mehr. Außerdem, wir haben ja auch noch einen Privatdurchgang am Laufen. Wer? Privatdurchgang geplant, meine ich. Vor allem ist so Level Cap am Ende bedeutend höher. Du kannst aber. Ja, ist egal. Du kannst aber. Hab ich lang nicht mehr gespürt. Tu alles, um ihn davon abzuhalten. Ich will auch. Selbst wenn du mich dazu töten musst. Lieber tot als eine alte Jungfer. Rick und ich treffen dich am Heroes Pass. Sieg oder Niederlage, wir beenden das gemeinsam. Sesam, öffne dich. Und tot. Nein. King Mock. Ja, King Mock ist hier. Was ist denn das, Alter? Stirb, Bastard. Hä? King Mock? Oh! Er hat was Lilanes. Da liegt irgendwas Lilanes und was Blaues. Eine Feuerpistole. Los, steig ein. Dann nehme ich halt die Feuerpistole mit. Aber so gut, also sie ist halt nicht gut. Finde ich jedenfalls. Kannst ja verkaufen. Hallo Kapgur, wie geht es dir? Lange nicht gesehen. Du kannst wieder aussteigen. Ja, ich sehe das schon. Bist erst bei Level 32 und erst dann bei dem Bunker? Okay. Danke, dass du mir meine Scharfschützenmunition weggenommen hast. Bitte. Ehre sei mit dir. Ich sauge. Ja. Schlampe. Hure. Ich bewege mich. Ich bewege mich auch auf Baratur zu. Ich gehe von Jordel weg. Ich stehe ich hier. Ich bewege mich zu, zu einer Selbstzerstörung. Ich gucke mich um. Ja. Boom. Weiß nicht, was ich zu tun habe. Ach, Claptrap anreden. Stirb, dreckiger. Ich hab dich nicht erkannt. Ich dachte, das ist einfach eine Truhe. Hyperion wird es bereuen, jemals einen Fuß auf Pandora. Ach, die Quest. Ich werde diese Tür öffnen, damit ich diesen Bastard Handsome Jack selbst erledigen kann. Hörst du mich, Jack? Du hast meine Freunde getötet. Du hast meine Modellreihe vernichtet. Ich bin der letzte existierende Claptrap und er steckt deinen Kadaver meiner Eier ins Maul. Bitte stirb. Bitte stirb. Er ist das letzte Modell. Was für Eier? Ach, die spawnen immer wieder neu, wa? Ja. Hat Claptrap wirklich Eier? Ja, hat er. Er ist ein männlicher Roboter. Ach, so ein Blödsinn. Doch. Glaubst du, eine Tür hält mich auf, Jack? Ich bin dafür geschaffen, Türen zu öffnen. Also Kapka hätte jetzt seine Bombe ausgepackt, ey. Wie er einfach nur auf das Display schlägt, Alter, anstatt da irgendwas zu hacken, Drecksvieh. Ja, er hackt doch gerade. Katko macht es doch so auch im Pre-Sequel. Zugriff verweigert. Da, jetzt kommen noch mal Gegner, wa? Ja. Und öffne dich und nicht und schließ ein paar andere Türen. Zusätzliche Einheiten werden eingesetzt. Nein! Nicht noch mehr Einheiten einsetzen! Ja. Es tut mir leid, hübsche weibliche Stimme. Granate. Ich heute ist alles freigegeben. Ach, die Stinger spawnen direkt vor uns. Ach, echt? Ja. Hier
Und zwar jetzt! Aktiviere zusätzliche Türverteidigung. Geschütze eingesetzt. Zusätzliche Einheiten werden eingesetzt. Wieso kriege ich die nicht down? Weil das Schilde sind. Serena ist kampfunfähig. Ich auch. Ich versuche mich selbst zu holen. Ich hol Serena. Ah, ich schaff's nicht. Lass mich sterben. Oi. Fuck. Lass mich sterben. Warte, ich komm nicht wieder. Ach, verdammt, den hat jemand anderes getötet. Ich musste halt den Rage-Modus geben. Ja, lass mich sterben. Lass mich sterben. Nice. Ich wurde wieder geboren. Halt euch untertan! 17.000, 18.000 kostet es mittlerweile. Ja, aber es ist Schnäppchen. Zusätzliche Einheiten werden eingesetzt. Oh nee, nicht schon wieder. Achtung, Granate! Auch ein bisschen AOE-Schaden hier. Okay, den Bär, das kriegt man so schnell runter. Sind die Geschütze jetzt bei oben, auf unserer Seite? Ja. Anscheinend. Oh lol. Ich greif die ganze Zeit wie so ein Bekloppter an. Du bist so schlau. Ja, ich bin aber schlauer als du. Nein. Badass Loader? Ich hol Pascal wieder. Halt. Nimm die Finger von mir weg, Schlampe. Zeig nicht die hoch an. Komm, noch ein bisschen. Verstärkung erschöpft. Mach dir nichts draus, Baby! Bist nicht das erste Mädel, dem das passiert! Das war ein typischer Pascal-Spruch. Nein, war's nicht. Doch. Moment, hier sind noch Truhen, die ich öffnen will. Wir haben's geschafft, Untertan! Jack dachte, er könnte uns mit einer Tür aufhalten! Ich wurde erschaffen, um Türen zu öffnen. Jetzt kann uns niemand mehr aufhalten, Untertan. Gemeinsam werden wir Pandora befreien. Ich werde dich in die Schlacht führen. Ich werde Handsome Jack mit bloßen Händen töten. Ich werde Stufen. Nein! Das könnte so Katgur sein. Der kann einfach in der Mitte langfahren. Ich glaube, im Pre-Sequel, da kann er doch Stufen erklimmen, oder? Ja, aber guck mal. Mach deinem Gebieter alle Ehre. Ja, komm jetzt, Katgur. Roboter. Woher wusstest du, dass Treppen mein einziger Schwachpunkt sind? Außer Stromschlägen und Explosionen und Schusswaffen, Rostkorrosion, heftige Tritte, Viren, Beschimpfungen, Sturz aus großer Höhe, Ertrinken, Altersdiabetes, dumm angeguckt zu werden, Herzanfälle, Sauerstoffexplosion, Zurückweisung durch Frauen und Haustierallergien. Deine Brillanz wird nur noch durch deine Bosheit übertroffen. Hatte er da Titten stehen? Nein. Oh, das Gebiet habe ich früher gehasst. Spürst du's, Kindsmörder? Der Schlüssel ist bald aufgeladen. Das Ende der Welt naht. Lüge. So, was haben wir hier? Ich hoffe, Munition. Hohe Qualität, niedrige Preise und ich stelle keine Fragen. Möge es dich auf deinen Reisen schicken, du leben willst, kauf bei mir. Wie groß ist das hier? Oh, schon ordentlich. Ja, ich glaube, es ist das Einzige. Also, du spawnst, glaube ich, immer hier. Hier gibt's Medikits und Schilde. Na dann. Fallen wir doch mal mit der Kawabanga. Axt ins Haus. Kawabanga? Turtles, wa? Nee. Doch. Chip und Chap. Ja, denke ich auch jedes Mal.
Wow. Mir tut niemals etwas leid. Ich versuche Serena wieder zu holen. Gut. Und los geht's hier. Vorsicht, ich habe Granaten geworfen. Ich habe 50% Schadensreduktion, solange ich in dem Modus bin. Achso, das sind ja Menschen. Du willst auch noch? Was ist das? Ein Container. Ein Riesencontainer. Hier, Migo. Slurp! Warte, ich schaff das aus dem Weg! Guck mal, ich hab sogar noch ein paar Effekte gemacht. Ja, sei vorsichtig, da kommt jetzt ganz was raus. Ja, Brick kommt da raus. Nee, aus den anderen. Hey! Schreit da wieder rum? Wir kommen nicht durch! Mordecai! Halt euch! Ich bin dran! Down with Jack. Mordecai ist in Position! Und meine Fäuste sind hungrig! Rick, stell dich hinten an. Oh, ich lecke fest! Du leckst fest? Jetzt nicht mehr. Oh, das ist ein Explo-Loader. Lauf einfach rüber. Ja! Gut. Proof ist comfortfähig, wo ist Proof? Ich hol Proof. Du stirbst nicht heute! Du stirbst jeden Tag! Hey! Okay, kann weitergehen. Warte, ich komm nach. Ich glaube, das war der Sniper, der mich getötet hat. Jordan, wo rennst du hin? Ich komm zu. Wieso komm ich jetzt? Du musst drüber springen. Ja, das hab ich auch gesehen. Ich hab von hinten gesnipert. RPG-Lode, oder? Okay. Rage-Mode aktiv. Wow, das war ein bisschen hell gerade. Proof ist kampfunfähig. Wie kann das sein immer, ey? Ja, warum rennt ihr immer so weit vor? Ich stehe hier hinter der Kiste. Ich mach schon. Wir sind eigentlich nicht weit vorgerannt. Wir sind in einem normalen Tempo vorgegangen. Richtig. Immer wenn keine Gegner mehr da waren, sind wir weitergegangen. Aber du musst halt bedenken, Jordan, wenn ich in den Rage-Modus gehe, muss ich halt vorrennen. Und wenn ich permanent in dem Rage-Modus faktisch bleiben kann, dann nutze ich das auch. Danke. Achtung, die Geschütze. Geht Deckung suchen. Ich muss hinter den Dings bleiben. Und ich hol Pascal wieder. So, Explo-Loader kampfunfähig. Nächster Loader weg. Rip. Komm, weiß ich gar nicht, was mich immer trifft. Explo-Loader werden abgesetzt. Verdammt, wir werden angegriffen. Halt durch. Jetzt bin ich kampfunfähig. Ich komm gleich zu dir durch.
Na, hier. Vergiss es. Brick. Nein, danke, Brick. Das war meiner. Danke, Sirena. Neuer Rage-Mod ist an. Ich schmeiß Granaten, Vorsicht. Okay, ich kann vergib Talentpunkt. Verdammt! Ja! Vorwärts! Verdammt! Sie überrennen mich, Brick! Lass mich zurück und geh weiter! Nein, Mordecai! Ich lass dich nicht im Stich, Mordecai! Mordecai! Nein, Brick! Nein! Wir kommen, Lilith! Landungsschiff wird als Ziel erfasst. Beginne mit. Schmeiße Granaten. Weiche aus. Benutze Gottesschild. Benutze Ruhestein. Verräter und Feigling. Komme ich jetzt an die hoch? Snipern. Ich hab keine Sniper, ich hab's gerade. Ah, da komm ich. Er hat nur eine Axt. Wir regen. Ich spring hoch. Regulier das. Na ja, du Constructor. Constructor kaputt und fähig. Level up. Ich hol Pascal. Hä, ich lebe. Ich hol Sirena. Ich meine ja Sirena. Schmeiß Granate. Ey. Schlitz. Läuft doch bisher sehr gut. Ja. Ja, warum komme ich hier nicht hoch? Ich bin zu fett. Du fettes Schwein, du. Ich schalte dir die Augenlider ab, damit du bis zum Ende zusehen kannst. Du läufst mir nicht weg. Du willst auch noch Altmetall? Ich bräuchte. Danke! Komm her! Oh, ich häng wieder fest! Okay, der Battlesloader wird mich auf lange Sicht bezwingen. Ja, hat er. Fuck, Alter! Ich muss regenerieren. Versucht nicht mich zu holen. Ich schmeiße Granaten. Danke, Sirena. Ich bin tot. Fuck. Lasst mir den hinten. Ich treffe ihn nicht. Das gibt's doch nicht. Warte mal. Nee, jemand hat ihn getötet. Krieg ich den Loader? Lad schneller nach. Oh, ich bin so ein glücklicher Junge. Fuck! Ich muss regenerieren, tut mir leid. Nö, verzeih ich dir nicht. Du kommst dafür an die Wand. Oh, 36.000 hat das gekostet. Achtung, über uns, Badass. Ja, ein Badass Constructor.
Der wurde gerade abgesetzt hinten. War ich der Einzige, der überlebt hat? Ja. Nein, ich habe doch auch gelebt. Sehr irritierend. Normalerweise der, der stirbt. So, Baddest Constructor vor uns. Er hat einen riesigen Laser! Alter, dem seine Raketen machen mir ja gar keinen Schaden. Ach so, das sind Raketen. Sah aus wie ein Laser, weil der immer auf die Zelte. Ah, jetzt, Selbe Stelle komm, geschossen hat. Noch ein bisschen, noch ein Schuss. Noch. Okay. Sag mir mal, Barato, wenn du deine Ulti anwirfst. Hab ich gerade an. Ich schmeiß Granaten. Wow, der hat mich mit seinem Stampfer gewone-shottet. Ich versuch dich zu holen. Serena hat mich. Nächster Rage-Modus ist an. Alter, hat der HP. Ja, der ist ziemlich fett, der Typ. Nächster Rage-Modus ist an. Oh Gott. Bin wieder kampfunfähig. Danke. Nächster Rage-Modus. Jetzt geht's ab. Ich schmeiß Granaten. Ich komm mit Tarnung rein. Danke, Serena. Ich hol Pascal. Ich versuch's. Naja, ich geh ein bisschen zur Seite gerade. So, jetzt reicht's hier. Weg mit dir! Ich stehe wieder. Ich hab ihn. Er ist zerstört. Vorsicht, ich glaube, der explodiert ganz toll. Hinter uns? Ich kümmere mich um die. Du willst auch? Danke. Die Nachhut ist vernichtet. Der liegt ein blaues Feldgewehr. Arthur, wir brauchen dich hier. Wir brauchen dich auf der anderen Seite. Okay. Rage-Modus. Schwacher Rage-Modus ist an. Aber hinter uns kommen noch mehr. Ja, ja. Bin kampfunfähig. Ich hol Barato wieder. Bin tot. Fuck. Warum stehen hier Roboter rum? So. Super Berserker-Modus ist wieder an. Okay, ist Ruhe. Ach, das sind Jacobs. Ich brauch Muni. Ja, hier ist eine grüne Waffe. Ich muss sagen, das hat mir gefallen. Das hat Spaß gemacht. Du hast vorhin gesagt, da war ein Sniper. Blaues Gewehr war das. Ja, ja, weg damit. Was oh, 1000, Granaten. Knapp 1900 Damage gemacht hat. Bettesränge? Nein. Du bist eine Seuche, Bandit. Du und deinesgleichen haben Pandora mit ihrer Gier und ihrem Hass verdorben. Jetzt liegt es an mir, diese Welt vor deinesgleichen zu retten. Aber ich bin mehr als froh, das zu tun.
Mir ist schlecht vom Wasser. Trink doch Bier. Hab kein Bier. Oder Rotwein. Hab kein Rotwein. Ich hab nur Wasser. Boah, ich komme mir gerade vor wie in den ersten Instanz in Dings. Wie in OG. Ach, ja, so in OG. Unsinn. Ja, der Ringe Online. Nein, hab ich nie gespielt. Okay. Also, wenn jemand noch seine Wäsche aufhängen muss oder seine Unterhosen wechseln muss, wäre jetzt der beste Zeitpunkt. Oder vielleicht noch was in den Ofen schieben muss. Nee, das ist schon fertig. Ich will nur mal kurz eine Waffe wechseln. Ist denn auch kalt genug, dass du es inzwischen essen konntest? Ja. Okay. Schön. Ach komm, scheiß drauf. Go! Was ist besser? Bei dem Krieger auf der Map, wenn ihr dort ankommt, gibt es links einen Unterstand, wo ihr den Krieger, ohne dass ihr Schaden erleidet, bekämpfen könnt. Ja, aber ich ja, will links und rechts. Aber ich will Schaden erleiden. Ich nicht. Oh nee, der Boss. Das war doch auch mit diesem Lavastand, wa? Keine dass der Ahnung. Sich immer hoch und runter geht. Das ist zu lange her, ich weiß es nicht. Ich glaube ja, irgendwie sowas in der Art, oder? Wenn das Geld stimmt, rette ich dir dein Leben. Ich muss ein bisschen hier Munition mitnehmen. Also, damit echt? Es ist, ist hier ein Munitionsautomat. Ja, aber achso, ne, dann kann ich das ja aufsaugen. Ja, da kannst du saugen. Keine Gewährleistung. Möge es dir helfen, viele Gegner zu töten. Keine gewährleistbessere Ware findest du nirgendwo. Hat mal alles durch. Hab ich gesorgt. Also ich will auch kurz nochmal überall alles durchladen. Ne. Darfst du nicht. Schrotz. Hier wird alles enden. Sobald Lilith den Schlüssel aufgeladen hat, kontrolliere ich den Krieger und rotte euch Banditen auf diesem Planeten aus. Wenn du zur Hölle fährst, kannst du deinen Kammerjägerfreunden einen Gruß von mir ausrichten. Bin runtergefallen. Ja. Oh. Aber es sieht schon geil hier aus. Ja, wie bei mir unterm Bett. In der Staubhöhle. Ach so, hier spawnen ja immer Kisten. Stimmt ja. Na, die hätte ich jetzt nicht aufgemacht, aber egal. Die haben sich automatisch geöffnet. Ich weiß. Weil du das Ding aktiviert hast. Du kommst genau rechtzeitig. Der Schlüssel ist fast bereit. Aber bevor ich diesen Planeten für immer säubere, räche ich meine Tochter. Ih, doof. Achtung, Granaten. Komm her, Jack! Ich blute! Was? Da hab ich den schnell runtergeboxt. Der Schlüssel ist aufgeladen. Nein, der Schlüssel ist aufgeladen! Ich werde noch nicht sterben. Du kommst zu spät, Bandit! Der Sieg ist mein! Die größte Alienmacht, die Pandora je gesehen hat. Und ich werde sie kontrollieren. Cool. Ein der Stein. Enderdrache. Krieger!
Er ist Jack jetzt. Seht ihr, ich hab doch gesagt, Drachen gibt es wirklich. Töte. Das ist fantastisch. Oh, ein Riesenschädel. War es die Schwäche des riesigen Steins? Was hat das jetzt? Ich wurde hochgeschwebt, hochgebumst. Hochgeworfen! Was ist ein Schwachpunkt? Einfach nur schießen. Baratur, der Schädel aus Stein zählt, nicht nur echte Schädel. Zählen! Okay, komm her. Ach, fuck, Mann. Boah, Alter, der hat mich in seinem Schwanz getroffen. Ja, der hat abgeklatscht. Ja, denke ich auch jedes Mal. Okay, die Waffe macht keinen Schaden. Ah, leuchtende Stelle am Bauch ist seine Schwach. Oh, jetzt hat er gerade die Foto über mich gehalten, während ich die Rakete feuer. Ich liege hier und kämpfe um mein Leben. Ich hol dich wieder. Ich hol ihn wieder. Oh nee, dann kämpfe ich weiter mit ihm. Hat mich schon wieder geholt. Danke. Mein Gott, komm doch her! Ich will kuscheln mit dir. Ah, sehr schön. Nein! Nicht gehen! Die Lava kommt hoch! Was, warum brenne ich denn? Warum streikt sie denn wieder? Einfach so, weil sie es kann. Oh, Schildbus, Schildbus! Kommt da. Okay, Raketenwerfer-Muni aufgebraucht. Schütze deine Brust! Nicht mich, nicht mich! Nein, 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 nein! Warum will der nicht mit mir spielen? Ich bin tot, ich bin in der Lava. Unter der Erde kannst du sie nicht zum Schreien bringen. Ich versuche rauszukriechen. Oh, Gott, bin ich gut, Alter. Ich hol Baratur wieder. Ich versuch's jedenfalls. Falls ich sterben sollte, lass mich liegen. Okay. Okay, go. Schieber,
bist ja... 4. Du bist deine Steinpanzerung... Der frisst durch deine Steinpanzerung gerade mal noch 4000 Damage von mir in meinem besseren Rage-Modus. Kann ich mich selber in den Rage-Modus eigentlich bringen? Saug, saug, saug. Okay. Oh, du dreckige Mistsau. Hä? So, okay, das reicht. Oh, ich glaube, ich wurde getötet. Ich bin auch tot, aber ich versuche mich zu regenerieren. Nee, ich bin wirklich komplett tot. Ich brauche Hilfe. Wo, Jadl, wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Ich bin hier irgendwie... Ja, genau, da bin ich. Danke, danke, danke. Was kannst du nicht irgendwie noch doch, rein? Doch, ich komme jetzt wieder rein. Du kannst wieder rein von draußen. Ich glaube, er ist auf mich drauf getrampelt oder so. Ich sterbe, glaube ich, gleich wieder. Das gibt's doch nicht, Alter. Mistsau. Bekampfunfähig. Ich versuche dich wieder zu holen. Aber pass auf, ich bin direkt unter seiner Schnute. Danke. Nein! Jetzt sterb ich dafür, oder? Nee, ich sterb nicht. Fuck, die Lava steigt. Fuck, ich hab keine Granaten mehr. Kampf und Weg. Ich hol dich gleich. So, oh fuck. Wenn ich sterbe, lass mich sterben. Achtung! An der Seite ist so ein Monstervieh. Didi, didi, didi. Die Lava steigt! Komm wieder raus, du fettes Vieh. Wird Zeit zu sterben. Nein, er. Da, er sprüht Funken. Ja, Iridium, Iridium! Ich glaube, du hast ihn gekillt. Aber geh lieber auf Nummer sicher. Drück den Button an der Moonshot-Konsole. Du darfst drücken. Moonshot-Kanone? Ja. Achte jetzt drauf. Bam! Bam! Ah, Loot! Überall! Ja. Lilith. So darf ich nicht sterben. Nicht so knapp vor dem Ziel. Und nicht durch die Hand eines dreckigen Banditen. Ups, Entschuldigung. Oh. Das war Absicht. Gut gemacht, Kammerjäger. Du bist ein Badass. Jetzt müssen wir Alter. Nur noch werden. Ich sammle vorrangig erstmal grün und blau auf und lila und so ein Scheiß. Also alles. Naja, das weiße Zeug habe ich jetzt nicht. Hier ist ein Psychomod lila. Oh? Ja, nimm einfach alles mit. Nein, 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 nein. Hier liegt der. Oh. Da 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 da. Was, ich bin schon voll? Wie ist das nur möglich? Ja, keine Ahnung. Ich
Darf ich jetzt gucken, was ist das? Eingesammelt. Ja, mach doch. Glückwunsch, du hast wahrer Kammerjägermodus freigeschaltet. Du willst das Ding jetzt nicht berühren, glaub mir. Langsam, Mann. Ich wäre fast draufgegangen vorher. Hey, Lilith! Wo zum Henker wart ihr vor 5 Minuten? Ohne den Kammerjäger wären wir jetzt alle tot. Ich glaube, das ist ihre Art, uns zu sagen, dass wir gewonnen haben. Dachte ich mir schon. Ich hoffe bloß, ich muss diesen Schlüssel nie mehr wiedersehen. Hat Spaß gemacht, du Alien-Arsch. Was zum... Sind das Kammern? Du weißt, was das heißt. Ja. Wir kommen nie zur Ruhe, was? Oh yeah, oh yeah. Das war Borderlands 2. Ups. Oh. Ich hab die Credits übersprungen. Ja, ja komm, ey, komm, der Beat war krass. Der Beat war gut, aber wäre jetzt was passiert in den Credits? Ja. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Erzähl nicht, Jorl. Ja, doch. Nein, wäre nicht. Sonst wird es mich jetzt kommen, wenn du die Credits überspringst. Nein. Doch. Jorl, du bist ein Lügner. Man merkt, wenn du lügst, weil du ein Idiot bist. Ja, spiel's doch einfach nochmal durch. Ich muss es nicht nochmal durchspielen. Doch, im Kammerjäger-Modus. Und jetzt ein 2 Stunden Speedrun. Arbeite sie zu. Genau. Ich kann nichts mehr einsammeln. Ja, weil du voll bist. Ja. Und jetzt, wo du dich irgendwas gesagt hast, es gibt hat Serena nicht gesagt, es gibt irgendeinen Boss, den du danach machst? Ist Serena überhaupt noch da? Serena? Sie hatte von Tennis in Sanctuary sollte dir, glaube ich, diese Quest geben. Na, hier kann ich es nochmal aktivieren, sehr gut. Dann würde ich sagen, lass uns doch mal nach Sanctuary gehen und dann sehen wir, was Sache ist. Ja, dann sehen wir, was Sache ist. Also so eine Truhen braucht man immer, Alter, die jedes Mal wiederkommen. Ja. Kühlschränke, die immer wieder geportet werden. Genau. Serena hat sich gemutet. Oh mein Gott, macht die Serena den Jorde jetzt beim Spielen? Du weißt, das bezweifle ich. Du weißt, vielleicht ist ja im Hintergrund was passiert. Und das kann sein. Geht uns nichts ein. Das kann gut sein. Den weißen Dreck werde ich jetzt erstmal... Wow, ich konnte eine weiße Waffe auf... Ich weiß nicht, ob ich das jetzt sagen darf. Nein, ist okay. Terra Morpheus in 1000 Cuts ist der Boss. Tennis Hauptstadt Level 50. Das können wir ja gar nicht machen. Achso, hier kann man runterspringen. Nee, ist ja logisch, jetzt noch nicht. Lass einfach nach Sanctuary reisen und dann sehen wir, was als Sache ist. Achso, hier kann man nicht reisen. Nein, hier kann man nicht reisen. Aber es war schön. Ja. Ja. Ich hab Jack gerne ins Gesicht geschossen. Ja, am Ende hast du eigentlich kaum noch Schaden gemacht. Ich habe so gut wie gar keinen Schaden gemacht mit der Sniper. Ich habe einfach nur wiederbelebt und Granaten geworfen. Ich hätte aber nicht gedacht, dass ich Jack so schnell runterkriege. Ich habe was Blaues für eine Sirene aufgehoben, das schmeiße ich nachher dorthin. Jack war auch wirklich der einfachere Gegner. Ja, also der Wächter, der hatte schon, selbst in meinem besseren Rage-Modus, hat der ordentlich eingesteckt. Das stimmt. Wollt ihr auch noch? Oh, Geld und Granaten, gib mir alles. Eine Erfahrung. Jetzt verfolgt euch so ein dummes Vieh, Alter, bis... Nein. Das ist ein guter Tag. Ah, jetzt werd ich angegriffen. Baratur, Fass! Möge es dich auf deinen Reisen schützen. Also von mir aus kommen. Jederzeit wieder.
Oh, tut mir leid. Ich habe die Schnellreise von Serena abgebrochen. Ja. So. Hier ist so ein... Okay. Zu spät. Ja. Deswegen der ist gerade explodiert. Geht dann lieber in das Markus-Söldner-DLC. Ist kurz und es gibt relativ gut Loot durch Boss am Zug dann. Creek ist im Nahkampf spielweise ein echtes Monster. Ja, deswegen spiele ich ihn ja auch im Nahkampf. Hier ist was für die Sirene. Das werfe ich hier mal hin. Und für den... Ja, da muss ich sagen, dass ich dicker Oberboss voraus, Baby. Schwierigkeitsgrad Psycho. Unmöglich. Level 50. Ansonsten habe ich nur Crap. Der Krieger besiegt ist und Jake in einer Lache aus eigenem Blut und Exkrementen liegt, könnte man denken, Pandora sei sicher. Doch da dächte man falsch. Ich habe aus rostigem Metall und Speichel einen Seismographen gebaut, der mir sagt, dass irgendwo auf Pandora eine Kreatur von beträchtlicher Kraft erwacht ist. Du wirst sie natürlich vernichten. Ich hoffe, du hast das nötige Iridium, um in ihren Unterschlupf zu gelangen. Ja. Aber... Da machen wir jetzt hier den Aufnahmebreak, würde ich mal sagen. Was? Bevor wir, jetzt schon? Ja, bevor wir nach der Gamescom die DLCs machen. Ja, wie du willst, mir ist es egal. Ja, wir haben... Jodde, wir haben vorhin gesagt... Ich will nur eine Truhe noch öffnen. Du kannst die Truhen öffnen, wie du willst. Ja, aber das Problem ist, dass ich dann schlechteren... hier ist was für ein Psycho drin. Und oh. Für ein Kommando, könnt ihr euch teilen. Ich nehme es einfach mal schnell raus. Deshalb sage ich erstmal auf YouTube danke fürs Zuschauen und wir werden dann die DLCs nach der Gamescom im Livestream spielen. Falls das LP schon endet, bevor Gamescom vorbei ist. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Folgen das sind. Aber du hier. Ich frage mich, wie es ist, einen Mann zu haben, der nicht. Soll ich sie wieder hinschmeißen? Nö, behalt's. Nö, ich hab's jetzt wieder hingeschmissen. Ja, gut, dann mache ich den Stream jetzt auch aus. Ich mach die YouTube-Ausnahme aus, du Banane. Ach so. Du hörst mir einfach nie zu. Brennbälle. Nö, meistens nicht. Man kann nie zu schwer. Ja. Oh, geil! Neue Schnieper. Will das hier keiner von der Sirene, das blaue Ding? Nö. Naja, dann verkauf ich das mal.